So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Part des FIFA 12 Let's Plays mit mir, Monsieur Le Beng. Und in diesem Part spiele ich mal wieder eine kleine Runde mit meinem Mexican Nacho Team. Nein, das ist mal wieder dieser komische Name-Bug da, keine Ahnung, was er soll. Ich spiele wieder eine kurze Runde mit meinem Schweizer Liga-Team, weil es einfach so unglaublich bockt. Heute mal mit ein paar anderen Spielern, und zwar mit den Backups, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht alle, aber ein paar. Hier zum Beispiel Nassim Ben Khalifa. 4 Sterne Skills, Backup für den für die Mittelstürmerposition. Davor Armin Cermiti, auch 4 Sterne Skills, vom FC Zürich. Wir haben ja in den letzten Part Carlo Uccio und Fein Duono gehabt. So, den möchte ich jetzt aber hier nicht wirklich haben. Habe ich dann nicht noch irgendwelche Alternativen? Ja doch, Silberbauer, genau, Silberchoban. Und ja, sehr entspannter Mix zwischen Silber, 1 Gold, 2 Bronze und Rest Silberspieler, wie gesagt. Und ja, ich möchte nicht lange drum rumreden. Let's go to... Ah, oh, Moment. Team der Woche habe ich mir gar nicht angeguckt. Scheiße, diese Woche habe ich mir gar nicht gegeben, was im Team der Woche ist. Hoffentlich etwas sehr Cooles. Oh, Carlos Tevez. Carlos Tevez hat ja einen Hattrick geschossen, soweit ich weiß, letzte Woche, ne? Gegen Norwich, war das Norwich, ja. Christian Benitez, 93 Tempo, holy shit. Wer ist das? Pedro Rios Mestre, ne, Maestre. Andrea Schavin, okay. Rio Mavumba. Kennen wir aus meinem FIFA Street Let's Play. Blaze Matuidi kenne ich nicht. Aber mach ich überhaupt so. Ich mach einfach so, genau. Blaze Matuidi, Johnny the Evans. Ja, ja, Macherano. Machen wir auch nicht. Heinz Müller. Inform Heinz Müller. Tschüss. Naja, gut. Gary Twick. Daniel Didavi. Ja, Didavi, der spielt ja richtig gut. Ricardo Vaste. Boah, für einen Silberspieler, guckt euch mal diese Werte für einen Silberspieler. 90, 91 Schießen, 80 Tempo, heftig. Und 79 Kopfball, mashallah. Heftig. Und sonst, Victor Moses. Oh mein Gott, it's Moses! Er kann das Wasser teilen, und zwar in zwei. Oder die Meere. Ja. So, Bastos. Nee, Bas. Wie heißt das schon? Bastos? Ach, keine Ahnung. Jedenfalls ein, der aktuelle... ist der jetzt schon Torschützenkönig geworden in Holland, dieser Bastos? Keine Ahnung, aber der ist richtig gut anscheinend. 22 Jahre alt, soweit ich weiß, Moment. Ja, ja, 22 Jahre alt. Hat viele, viele Interessenten in letzter Zeit. Und ich muss sagen, der Typ hat den Flow. Er float Atom. Kapu float Atom, Junge. Nee, das nicht. Und jetzt können wir aber... Nee, hallo? Ich möchte gegen das Team der Woche spielen. So, ich möchte ein ganz normales Spiel spielen. Und heute gibt es eine Menge zu erzählen. Ich bin völlig aufgedreht, meine Freunde. Wisst ihr warum? Heute sind viele Sachen passiert. Ich kann heute, wenn ihr wollt, meinen Tagesablauf schildern, wie ihr wollt, was ihr wollt. Oh, also mit Beasts. Ja, keine Ahnung. Spielen wir einfach mal gegen ihn. Kann ja nicht schaden. Oh mein Gott, den Typen werde ich abschießen. Ohne Scheiße, den werde ich abschießen. Scheiße. Nicht, dass er disconnected, egal. Wer disconnected, dann Pech gehabt. Ich werde extra Schwunggang spielen. Mein Tagesablauf, Mois. Ich habe heute Morgen, also wir haben jetzt Samstagabends, nach dem El Clasico, 5 Minuten, Moment. Nee, genau 10 Uhr haben wir jetzt gerade, sagt mir meine Atomuhr. Meine Atomuhr auf Google. Und ich muss sagen, El Clasico 2-1 Real Madrid, Hala Madrid. Oh mein Gott, ich habe mich richtig gefreut, meine Freunde. Weil ihr müsst wissen, ein Realsieg war mal wieder Pflicht, nach langer Zeit, ja. Und wenn dieses Fußballwochenende nochmal so richtig schön abgeschlossen werden soll, dann muss morgen noch Fortuna Düsseldorf gewinnen. Und morgen ein Derby-Sieg Galatasaray gegen Fenerbahce. Ich wünsche mir das vom Herzen. Wenn Galatasaray das gewinnt, zu Hause natürlich, sind die mit 8 Punkten Vorsprung bei noch 4 verbleibenden Spielen in Führung vor dem Zweitplatzierten. Und boah, dann geht's ab, Alter. Dann geht's ab. Dann singe ich euch ein Geburtstagsständchen. Nee, keine Ahnung. Aber dann geht's jedenfalls richtig ab. Und ich muss sagen, boah. Boah, tschüss, Alter, voll gejießt. Nein, ich muss sagen, heute, wie gesagt, mein Tagesablauf, heute 8 Uhr aufgestanden, geweckt von einer Special Person, ja, einer wirklich very important Special Person, ja, die Person sollte ich jetzt mal ruhig angesprochen fühlen. Und, ansonsten, 9 Uhr dann meine Klausur geschrieben, Mathe-Klausur nachgeschrieben. Aufgabe 1 bis 3 perfekt. Ich hatte ja die Lösung von schon vorher. Aufgabe 1 bis 3 perfekt geschafft. Wirklich, ja. Da war ich irgendwie, ich war glaube ich 3 Mal auf dem Klo bei seinem Lehrer und der hat irgendwie nichts gesagt. Wobei einmal kam er auf mich zu, hat er gefragt, ja, was war mit dir los? Oder was mit dir los? Du bist schon zum 3. Mal heute auf Klo. Da habe ich ihm gesagt, ja, ich habe seit neuestem Blasenprobleme. Genau, Blasenprobleme. Ja.
Und außerdem habe ich, es ist mir peinlich zu sagen, aber ich habe Durchfall. Habe ich eiskalt gesagt, ja? Und der dann so, ach so, wenn er so ist, kein Problem. Also wenn nochmal aufs Klo muss, dann gib ruhig Bescheid und dann klären wir das. Alles klar. Haben wir auch gemacht und... Leute! Ich habe die Aufgabe 1 bis 3. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Oh, faul. Hallo, schön den Freistoß haben. Ja, jetzt kriege ich ihn nicht mehr, oder was? Ihr Gypsies. Ich habe die Aufgabe... Die Aufgabe, oh, der contain sowas von. Der kommt aus Estland, was? Ich hasse es, Alter. Wisst ihr, am besten verliere ich noch gegen den. Ich hasse Container. Die nehmen mir einfach den Spaß an FIFA. Ich mal, guckt euch das mal an. Guckt euch das an. Oh, wow. Jetzt geht er kurz in den Zweikampf. Mhm, interessant. Und jetzt? Oh, wow. Contain. Nice. Contain even more, you fucking dickhead. Meine Güte. Das geht mir so von auf den Sack. Aber wisst ihr was? Ein wahrer Bänger lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Boah, der sitzt nicht so abseits. Und ja, ich hatte die Aufgabe 1 bis 3 habe ich komplett hundertprozentig richtig. Da gibt es kein, vielleicht ein, zwei Flüchtigkeitsfehler. Ich weiß nicht. Bei mir sind Flüchtigkeitsfehler immer wieder drin. Und faul. Und dann kamst du Aufgabe 4. Aufgabe 4 eigentlich auch voll locker. Da hatte ich auch Lösungen, jedenfalls für die A und die B. Boah, ich bin der Boss, wenn es um Freistöße schießen geht, Malaka. Ja, und das ist eine Wiederholung wert. Aufgabe 4 lief ganz gut. Wenn ich da die Hälfte der Punkte kriege, habe ich meine 2 sicher. Das ist geil. Das ist richtig geil. Geil wie dieses Tor. Jappi, jappo! Und ja, dann komme ich nach Hause. Und dann habe ich erstmal übelst fett die Diablo 3 Public Beta. Ist ja dieses Wochenende Public. Gesuchtet. Und zwar richtig, richtig hart. Mein Hexendoktor, schön alles. Mein Hexendoktor habe ich alles durchgefetzt, ja. Oh, schön die englische Version. Und ich muss sagen, der Hexendoktor ist richtig geil. Wisst ihr warum? Der Hexendoktor hat so einen richtigen afrikanischen Dialekt. Der macht dieses. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber der hat dieses schön afrikanisch. Das gefällt mir richtig. Er ist ja zudem Schwarzafrikaner. Wie kannst du den versemmeln, Junge? Und hat mir richtig gut gefallen. Mein Hexendoktor hat alles und jeden zerfetzt. Boah, nee, schade, das war schlecht. Hätte ich vielleicht ohne Zwischenschritt machen sollen. Mein Hexendoktor hat alles und jeden zerfetzt. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, diese Beta durchzusuchten. Ich überlege, ob ich die Beta nochmal mit einem Sorceress, mit dem Wizard spielen soll, also mit einem Zauberer. Einfach aus dem folgenden Grund, dass ich noch zwiespältig bin, welchen Charakter ich dann für das Let's Play nehmen werde, was dann auch pünktlich kommen wird, keine Sorge, ja. Hexendoktor... Weil Hexendoktor, ohne Scheiß, ich bin immer der Typ, der anti-Mainstream ist. Jeder nimmt diesen schwulen Monk, aber Mr. Bang nimmt natürlich den Hexendoktor. Oder den Zauberer. Zauberer sind auch immer geil. Richtig krasse Magie und so. Aber ich muss mal schauen. Aber bis jetzt tendiere ich ganz stark zum Hexendoktor fürs Let's Play. Aber ja, ich kann euch das nur empfehlen. Einfach mal auf Google nachschauen. Gibt es genug Quellen, wie ihr an die Beta rankommt. Oh, Chukuse, ey. Und, Moment. Nein, ich wollte die ganze Zeit einen Scoop-Turn versuchen. Boah, schönes Tackling. Sherdan Shaqiri. 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 Ah, ich habe den Namen wieder falsch ausgesprochen. Ey, irgendein albanischer Abonnent schreibt mir jedes Mal unter den Videos, du musst den so aussprechen. Aber ich vergesse das jedes Mal. Es tut mir unglaublich viel leid. Ich werde nach diesem... Das war ein Elfer, oder? Das wäre ein Elfer gewesen, oder? Der Kontakt war auf jeden Fall da. Lass dich doch fallen. Shaqiri. Kann das sein, Shaqiri? Boah, keine Ahnung. Und dann habe ich auf jeden Fall die Beta durchgesuchtet. Danach. Schön Bundesliga. Und dann habe ich gesehen, Bayern mal wieder erstmal im Dusel. Denn wenn die verloren hätten, oder unentschieden gespielt hätten, dann wäre Dortmund sowieso schon Meister. Aber nein, war nicht so. Und dann hat am Abend Dortmund gegen Bayern gespielt. Dortmund gegen Borussia. Gladbach. Dortmund gegen Borussia. Das ist lustig. Dortmund gegen Borussia. Nein, Dortmund hat gegen Gladbach gespielt. Haben dann natürlich schön gewonnen, wie es sich gehört. Jawohl, Chermiti. What you gonna do? When we come for you, bitch. Verzeihung, ich muss mir gerade die Nase hochziehen. Schön lecker. Ja. Was kann ich noch sagen? Genau, und dann habe ich gesehen, Dortmund, schön souveräner 2:0 Erfolg. Dortmund ist Meister, Leute! Dortmund, mein Verein in der Bundesliga, mit Nürnberg zusammen, meine zwei Lieblingsvereine.
Einfach nur Genital, Dortmund, Vizeverteidiger. Ah, was Jürgen Klopp da erreicht hat, wunderschön. Und damit wären wir erstmal bei den Fragen der Episoden. Ich hatte euch ja im letzten Part noch gefragt gehabt, was ihr von Sportlertoten haltet und ob die euch auch so mitnehmen wie ich. Und es ist eigentlich ganz klar zu dem Ergebnis gekommen, dass sowas immer wieder schade ist. Und viele auch meiner Meinung sind, dass sowas verdammt schade ist. Und, boah, der hätte besser erwischen müssen, Ben Khalifa. Ist ja Tunesier, ne? Also tunesische Eltern. Spielt aber für die Schweiz. Hat auch geglänzt bei der U19, U17 WM, wo Schweiz gewonnen hat. Wo Schweiz? Als die Schweiz dann irgendwie Europa oder Weltmeister geworden ist. Ich glaube, Europameister. Naja. Und das war auf jeden Fall richtig toll. Dortmund Meister geworden und so weiter. Aber naja. Wir waren bei der Frage der Episode. Frage von letzter Episode war, ob euch diese Sportlertote, wie gesagt, auch mitnehmen und so. Wir sind zum klaren Ergebnis gekommen. Die nehmen uns natürlich arg mit. Besonders wenn man bei seinem Hobby. Was heißt Hobby? Die verdienen ja ihr Lebensunterhalt damit. Aber wenn man einfach bei so einer Leidenschaft stirbt. Und ich habe irgendwo noch in den Kommentaren gelesen, dass es daran lag, dass er zu viel von diesen Aufputschmitteln oder so genommen hat. Der Pier Mario Morosini. Das ist natürlich immer sehr schlimm. Überdosen und so weiter ist richtig schlimm. Aufputschmittel kann ich euch gar nicht empfehlen. Ich habe da mal mehrere Dings drüber halten müssen. Ich bin ein Experte, wenn es um Gesundheitskunde geht. Gesundheitskunde. Ich hatte das natürlich auch in der Schule als Fach Gesundheit. Das hieß Gesundheit. Voll geil. Und ja. Sowas ist nie gut. So Aufputschmittel, Red Bull und so weiter. Natürlich, in gewissen Maßen okay, aber zu viel ist definitiv nicht gut. Und so weiter schadet dem Herzen auch vor allen Dingen. Und ja. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass uns sowas, wie gesagt, immer mitnimmt. Und ja, damit möchte ich dieses Thema auch abschließen. Ist natürlich kein schönes Thema, ist ein trauriges Thema. Aber manchmal müssen wir auch mal über solche Themen hier reden. Und genau. Aber Boss Talk. Viele Leute waren für die Boss Talk. Ja, und ihr kriegt den. Nun muss ich halt mal gucken, wann ich den dann mal machen werde. Oder zu welchen Themen es sich lohnen würde. Ihr müsst mir natürlich auch so einen Deckanstoß geben. Also jetzt nicht so etwas wie, Regi, du kommst jetzt von alleine drauf, was für Thema du nimmst, Malaka. Nein, so ist es natürlich nicht. Ich brauche eure Hilfe bei sowas. Weil ich bin absolut faul. Und ich brauche immer jemanden, der mir so richtig schön in den Hintern tretet. Hintern tritt. So. Hintern tritt. Boah! Elastico Beini! Sind wir in FIFA Street oder was? Egal. So, Shachiri. Shachiri. Ist das richtig? Ja, egal. Hatten wir das schon mal? Hm? So, wer schießt denn? Ja, Shachiri natürlich. Ah, der wäre gar nicht schlecht gekommen. Wenn ich ein bisschen schwächer gemacht hätte. Nun gut. Und dazu muss natürlich noch gesagt werden, dass die Frage dieser Episode ist, wir leben in Deutschland, Borussia Dortmund ist Meister. Ich hatte schon mal, boah, das wollte ich gar nicht machen. Ich hatte schon mal einen der anderen Parts gefragt oder einen der ersten Parts, wer wird eurer Meinung nach Meister, deutscher Meister? Damals standen Schalke, Gladbach, die Bayern und Dortmund zur Auswahl. Viele Leute haben natürlich gesagt Bayern, viele Leute haben gesagt, ich würde es Gladbach gönnen. Ich hätte es auch Gladbach gegönnt, wirklich, Gladbach. Seit Jahren mal wieder oben mitgespielt, letzte Saison oder vorletzte Saison noch gegen den Abstieg gespielt und dann so war es, so eine tolle Saison gespielt. Ich wünsche ihnen absolut den dritten Platz, damit die schön in die Champions League kommen und so weiter und so fort. Und ja, ich liebe das mit der Hacke. Freie Episode, Leute, ist Dortmund eurer Meinung nach verdient Meister geworden und was haltet ihr davon, dass Dortmund Meister geworden ist? Ich finde ganz klar, wie gesagt, ich sympathiere stark mit Dortmund. Dortmund ist in der Bundesliga mein Verein, mit dem ich mich auch identifiziere und so weiter. In dieser Jugend waren, oh, Chuck Güzel. Den sehe ich auch bei Nürnberg, Chuck Güzel. Und das macht einfach unglaublich viel Bock, den Dortmund dann beim Fußballspielen zuzusehen. Nächste Saison noch Marco Reus, ja, den ich auch richtig hart am Feiern bin. Das wollte ich gar nicht machen, egal. Ey, hey, nein, nein. Steh da, boah, bleib doch auf den Beinen, du fetter Bastard. Egal. Ich glaube, das wird nach einer langen Zeit. Guck mal, das ist auch eine der Sachen, die ich nicht verstehe. Warum flankt er den nicht mit seinem rechten Fuß? Warum? Ist der Eiskalt umgekippt? Naja, soll mir recht sein. So, vielleicht sollte ich mal jetzt mal ein bisschen aggressiver werden. Hier Zeichen Sachsen. Ach, immer wieder lustig. Und ja, Mois. Wie gesagt, was haltet ihr davon? Dass Dortmund Meister geworden ist, verdient oder nicht, schreibt mir unten in den Kommentaren, Frage der Episode. Und was meint ihr? Werden die nächste Saison international endlich mal was reißen? Weil diese Saison war das natürlich irgendwie gar nichts. Und ich weiß nicht. Ich finde natürlich,
international, Dreierbelastung und so, das kannten, kennen diese Dortmunder, oder kannte diese Dortmunder, diese Dortmunder, fuck you, diese Dortmunder, diese Dortmunder Mannschaft, so, also diese Dortmunder Mannschaft, die kannte das ja irgendwie wenig oder fast gar nicht, auch in der Saison auch noch Champions League, also das höchste internationale Niveau. Und da muss halt auch gesagt werden, dass ich denke, dass es diese Saison oder nächste Saison in der Champions League für Dortmund ganz, ganz, ganz klar besser aussehen wird. Hoffe ich mal. Ich weiß ja nicht, ob die Spieler noch gehalten werden oder nicht. Ich meine, bei dem einen oder anderen Spieler steht ja noch ein Fragezeichen. Barrios zum Beispiel, wobei Barrios jetzt eigentlich mit dank Lewandowski scheißegal ist. Lewandowski spielt in letzter Zeit brillant. Weltklasse vielleicht sogar. Wobei, Weltklasse würde ich jetzt noch nicht sagen. Wenn er seine Leistung beibehält und diese Leistung auch nächste Saison hervorruft, dann auf jeden Fall Weltklasse. Aber Barrios, wie gesagt, wird wahrscheinlich wechseln. Gibt sich nicht zufrieden mit seiner Ersatzspielerrolle. Und dann noch, boom, Philipp Degen. Boah, Pfosten. Ah, Stimmbruch. Was da los mit dem Stimmbruch? Und definitiv noch, ich nehme, genau, Kagawa. Kagawa, da steht ein ganz großes Fragezeichen, wie ich weiß. Vertragsverlängerung hat er ja abgelehnt. Und eventuell will Dortmund ja nochmal ein bisschen Geld in die Kassen spülen mit einem Kagawa-Verkauf, bevor der Vertrag ausläuft. Und, ja, so, gar nicht mal so schlecht, aber faul. Kein Faul! Boah, tschüss! Voll gejießt, Alter! Und, ja. Ich finde, nächste Saison wird es definitiv besser. Vielleicht kommt sogar Dortmund weiter. Würde mich sogar freuen für die, denn die brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Geld, damit die ganz schuldenfrei sind. Ich meine, die waren ja kurz vorm Bankrott, kurz vor der Insolvenz, soweit ich weiß, Insolvenz, ne? War das richtig? Und das konnten die halt mit diesem sportlichen Umbruch und den daraus verbundenen sportlichen Erfolg auch sehr, sehr entlasten. Aber die sind, glaube ich, noch nicht ganz durch. Aber bald sollten die eigentlich durch sein. Und das freut mich natürlich riesig. Bei Galatasaray sieht genauso aus, Leute. Dieser Umbruch, der diese Saison gestartet worden ist, mit Ünal Aysal, neuer Vorstandspräsident. Oh, das freut mich sowas von. Ja, auch noch die... Ah, das sah lustig aus. Finanziell Galatasaray immer stärker und stärker und stärker. Die haben 1000 Projekte. Wird der disconnecten. Also wenn er disconnected, werde ich definitiv kein neues Spiel machen. Ich meine, wir sind in der 86. Minute, haben das Spiel so gut wie gewonnen und sind eigentlich schon mit den ganzen Themen durch. Ah, was ich noch ansprechen wollte. Real Madrid gegen Barcelona. Oh, Leute, habt ihr das Spiel gesehen? Hala Madrid, wie gesagt. Freut mich sehr. Damit hätte Real Madrid jetzt die Meisterschaft. Wer ist dieser Japse? Oh nein. Oh, sorry. Ich bin keineswegs rassistisch. Wie gesagt, mein Humor bezieht sich darauf, dass ich mich über verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen lustig mache. Auch über mich selbst, über die Kanaken und so weiter und so fort. Ihr wisst es ja. Und das ist halt mein Humor. Naja. Aber wie dem auch sei, dazu muss halt noch gesagt werden, dass das Spiel Real Madrid gegen Barcelona, Real Madrid hat gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie viele Ligaspieler sind noch zu spielen. 4 oder 5 Stück oder sogar 3. Ich weiß nicht, ich tendiere zu 4. Und Real Madrid hat 7 Punkte Vorsprung. Ich glaube, die werden sich das definitiv auch nicht mehr nehmen lassen. 7 Punkte Vorsprung bei so wenig verbleibenden Spielen. Ich gönne denen das sowas von. Endlich wieder eine Meisterschaft für Real Madrid. Oh, wieder Pfosten. Endlich ein Sieg für Real Madrid. Freut mich natürlich sehr. Und naja, will ich auch sagen, wir sind am Ende. Sehr interessant, wie ich finde, das Spiel. Also dieses Spiel, aber das Real Madrid Spiel auch richtig. Boah, Choc Güzel. Muss gesagt werden. So, am besten noch keinen meiner Spieler verletzen. So, Chiamiti nochmal. Nein. Ja, ich hätte natürlich mehr Tore schießen können, aber was soll man machen, ne? Der Pfosten war mal wieder am Weg. Endlich mal wieder nach langer Zeit ein Sieg. Ich glaube, wir waren auf einer Durststrecke, 2 Spiele und so weiter und so fort. Bin mir nicht sicher. Und ja, Sieg für Viva España. Meine Freunde, wir sind am Ende des Bads. Vergiss natürlich nicht, in die Kommentare zu schreiben, was ihr davon haltet, dass Dortmund Meister geworden ist. Freut ihr euch für sie? Haben sie es verdient? Hättet ihr das anfangs gedacht? Schreibt das alles in die Kommentare, Frage in der Episode und ansonsten, ja, Leute, wir sind am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ein kleiner Klick für euch mit einer großen Wirkung für mich. Und bis dahin, wieder schon euer. Macht's gut und bis bald. Euer Binger, der Zwiebelfinger. Ciao.